Diese genialen Bienenstich-Berliner kannst du nirgends kaufen. Die gibt's nur selbstgemacht aus dem Ofen. Mit unserem Rezept sparst du dir das Frittieren und bekommst trotzdem die fluffigsten Berliner mit knusprigem Mandeltopping. Schmeckt noch besser als jeder Bienenstich vom Bäcker, versprochen. Bleib dran, um zu erfahren, wie dir diese Neuentwicklung aus der Simply Yummy Küche gelingt. Auch wenn unsere Berliner nicht frittiert werden, basieren sie auf einem Hefeteig. Aber keine Sorge, mit unseren Tipps gelingt dir der mit links. Zuerst löst du die Hefe und etwas Zucker in lauwarmer Milch auf. Die Milch sollte dafür nicht zu heiß sein, denn sonst verbrennst du die Hefe und dein Teig geht später nicht auf. Dann verknetest du die Hefemilch mit den übrigen Zutaten zu einem glatten, elastischen Teig. Tipp Nummer 1. Je fleißiger du knetest, desto schöner geht dein Hefeteig später auf. Die 10 Minuten Knetzeit solltest du daher unbedingt einhalten. Und Tipp Nummer 2. Im Bosch-Backofen der Serie 8 geht der Hefeteig mit der Gärstufe besonders gut auf. Ganz ohne dabei auszutrocknen. Du musst ihn noch nicht einmal abdecken. Die Gehzeit des Teiges kannst du nutzen, um unseren Kanal zu abonnieren. Einfach unter dem Video klicken und die Glocke aktivieren, um kein Simply Yummy Rezept mehr zu verpassen. Nach 60 Minuten Gehzeit formst du kleine runde Bällchen aus dem Teig, ähnlich wie Brötchen. Die setzt du nebeneinander in eine Auflaufform und lässt sie noch einmal 30 Minuten gehen. Dann kannst du die Berliner auch schon backen. Mit der Perfect Bake-Funktion Hefeteiggebäck gelingen die Berliner mindestens genauso lecker wie ihre frittierten Kollegen. Denn dein Backofen wählt die ideale Heizart und Temperatur für fluffig-weiche Berliner ganz von selbst aus. Für die Füllung kochst du einen Vanillepudding und lässt diesen mit Folie bedeckt auskühlen, so kann sich keine Haut bilden. Währenddessen kannst du dich dem Bienenstich-Krokant widmen. Dafür einfach Mandelblättchen mit Zucker und Butter in einer Pfanne karamellisieren. Damit das Ganze beim Auskühlen nicht verklebt, gibst du es anschließend auf einen Bogen Backpapier. Um das Krokant auf den Berlinern zu befestigen, rühren wir einen Guss aus Puderzucker und Milch an. Denn der wirkt wie eine Art Kleber, um das Mandelkrokant auf den halbierten Berlinern zu fixieren. Jetzt fehlt nur noch die Füllung. Für die rührst du den Pudding noch einmal glatt und hebst dann geschlagene Sahne unter. Das Ganze in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und auf die unteren Berliner Hälften spritzen. Du kannst dir dafür aber auch einfach 2 Löffel schnappen und die Creme so auf den Berlinern verteilen. Deckel drauf und fertig! Gegen diese Berliner kann jeder Bienenstich vom Bäcker einpacken, oder? Hast du Bienenstich schon einmal selbst gemacht? Schreib es uns in die Kommentare. Und wenn du dich mal an Puddingbrezeln wie vom Bäcker probieren möchtest, solltest du unbedingt auf unserem Kanal vorbeischauen.